Und jetzt im Teil 2 auch noch weitere Ideen und Anregungen, was den Saunaaufenthalt für Sie selber, aber auch für die anderen Menschen in der Sauna angenehmer macht. Der Abstand und der Platz in der Sauna. Wird es eng in der Schwitzkabine, ist noch mehr Rücksicht gefragt. Machen Sie neu ankommenden Gästen Platz. Völlig unangebracht sind hingegen ausladende Körperhaltungen wie breitbeiniges Sitzen und so weiter. Starren und aufdringliche Bewegungen gehören übrigens zu den absoluten geht gar nicht in der Sauna oder auf Neudeutsch No-Gos. Neuzugänge, die sich grußlos zwischen andere Saunagäste quetschen oder fremde Handtücher als Fußabtreter benutzen, machen bei anderen Besuchern wirklich wenig Freude. Deshalb sollte man mindestens, wie schon früher angesprochen, die 30 cm Abstand zum Nebenmann halten. Natürlich auch zur Nebenfrau. Ist es ohnehin schon voll in der Sauna, gilt es als unhöflich, sich wirklich auszubreiten oder hinzulegen. Die Ruhe in der Sauna, ein immer wieder Thema des Anstoßes. Vermeiden Sie es einfach unnötig, den Platz zu wechseln oder die Sauna immer wieder kurz zu verlassen. Beim ständigen Hin und Her kann sich keiner wirklich entspannen. Ein kurzer Gruß beim Betreten der Schwitzkabine genügt vollkommen. Lange Gespräche sind hier fehl am Platz. Die oberste Regel, besonders für Neulinge, lautet: Ruhe im Seminarraum. Über mehrere Bänke hinweg geführte Gespräche sind Tabu, höchstens Flüstern ist erlaubt. Auch in der Sauna kann es natürlich zu unangenehmen Situationen kommen. Wer gerade im Schwitzbad sitzt oder schweißtriefend aus der Kabine kommt, reagiert sicherlich peinlich berührt, wenn unverhofft ihm ein Kollege oder gar der Chef oder die Chefin entgegenkommt. Hier gilt: einfach Ruhe bewahren. Verlässt man hektisch den Raum, wird es für alle Beteiligten nur noch unangenehmer. Zu empfehlen in einer solchen Situation ist, besser einfach kurz grüßen, als den Gegenüber zu ignorieren. Und last but not least, wie sieht's denn im Ruhebereich aus? Für den Ruheraum gilt mindestens Handtuch oder Badelatschenpflicht. Lautes Telefonieren, wie sich's jetzt immer wieder einbürgert, also lautes Telefonieren oder ausladende Picknicks passen wirklich hier nicht her. In guten Saunabereichen sind für das Essen und Trinken ja auch in vielen Fällen ganz spezielle Bereiche vorgesehen und auch angeboten. Übrigens, das Besetzen von Liegen. Dazu will ich wirklich nichts sagen, außer das Bild, das Ihnen im Kopf entstehen kann, wenn ich sage Sandalen, weiße Socken und Trägerunterhemd. Mit einem entsprechenden Schmunzeln, Sie wissen schon. Und jetzt wünsche ich Ihnen, auch jetzt für die kommende kühlere Jahreszeit, viel Spaß und tolle Entspannung.